Horrorüberfahrt für Passagiere im italienischen Ponza. Eine Fähre der Reederei La Zioma gerät bei der Überfahrt von Ponza nach Formia in schwere See. Dabei wollte der Kapitän eigentlich gar nicht losfahren. Als Passagiere und Fahrzeuge an Bord sind, will die Besatzung das Ablegen wegen des schlechten Wetters verzögern. Doch dann reißen die hinteren Befestigungsseile, so der Kapitän gegenüber lokalen Medien. Ihm bleibt keine andere Möglichkeit, das Schiff muss ablegen und raus in den Sturm. Im Hafen würde die Kollision drohen. 5 lange Stunden kämpft sich das Schiff durch die Wellen. 5 Stunden sind die Passagiere in Angst und werden kräftig durchgeschüttelt. Handys und andere Gegenstände fliegen umher, heißt es. Dann kommt das Schiff an seinem Bestimmungsort Formia an. Nach einer doppelt so langen Fahrt wie üblich. Auch der Bürgermeister des Ortes Ponza ist an Bord. Er berichtet in lokalen Medien, das Schiff habe sich beim Verlassen des Hafens stark geneigt. Der Boden sei überschwemmt gewesen. Der Kapitän bestätigte die Probleme mit den Ankerseilen. Er wollte erst eine Dreiviertelstunde später ablegen. Dann sei besseres Wetter angekündigt gewesen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, so der Kapitän.